Hallo zusammen, wie geht's euch heute? Geht's euch gut? Endlich mal wieder mein Gesicht, ja. Salut tout le monde, comment ça va? Vous allez bien? Ben, vous voyez, enfin mon visage, ouais. So, jetzt habe ich alle meine Zähne wieder. Jetzt habe ich plötzlich den Mund wieder ganz voll, bin ich gar nicht mehr gewöhnt. Du coup, j'ai récupéré toutes mes dents et puis j'ai la bouche pleine. Je suis plus habitué à ça. Bon, donc tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Alles ist in Ordnung. Mir geht's gut. Heute ist Samstag, 24. Juli. Aujourd'hui nous sommes samedi le 24 juillet. Und morgen fahre ich also jetzt endlich los. Et demain, je peux m'en aller enfin d'ici. Also, mir kommt das so vor wie vor 4 Jahren, als ich das erste Mal losgefahren bin. Pff, fliegen. Da war ich auch irgendwie ein bisschen kribbelig und ein bisschen aufgeregt. Und war ja was ganz Neues. Und ich habe jetzt hier so lange stillgestanden und bin nicht viel gefahren, dass mir das so praktisch genauso wieder vorkommt. J'ai un peu le sentiment que, comme il y a 4 ans, quand j'étais partie pour la première fois, j'étais un peu excitée comme une puce et puis curieuse et voilà, qu'est-ce qui va se passer? Et comme là, ça fait un an, plus qu'un an même, que je suis pratiquement statique, je n'ai pas beaucoup bougé. Donc, pour moi, c'est comme un nouveau départ, neuer Anfang und was ganz Neues. Endlich mal wieder fahren und was anderes sehen jeden Tag. Enfin, repartir et bouger et pouvoir changer tout le jour et changer d'endroit, changer de sport tout le jour, voilà. Ça fait tellement longtemps que j'attends ça. Ben oui, depuis l'année dernière, mois de mars, je n'ai pratiquement pas bougé. Hein. Da warte ich jetzt schon so lange drauf. Seit dem ersten Lockdown, letztes Jahr im März, bin ich ja fast nicht gefahren. Weiß nicht, vielleicht so 1500 Kilometer oder so, hein? Comme j'ai fait peut-être 1500 km depuis mars dernier, et c'est rien, je crois que j'ai fait 3 ou 4 fois le plein, c'est tout. 3 fois peut-être. Ich glaube, ich habe nur 3 Mal getankt in einem Jahr. Ich war hier in Doña Mencia, dann bin ich von hier aus die 400 Kilometer runtergefahren nach Totana. Bin ich in Totana ein bisschen rumgefahren. Und dann wieder die 400 Kilometer hier hoch, also 800 und dann vielleicht nochmal 500 dazu, die ich so rumgefahren bin, oder 600. Voilà, donc, les calculs c'est vite fait, hein, d'ici à Totana. Je suis parti mi-juillet d'ici, direction Totana, ça fait 400 Kilometer, donc je fais l'aller. Ensuite, j'aurais fait le retour, 400 et 400, ça fait 800. Et puis peut-être sur place, et encore depuis que je suis ici, j'ai peut-être fait 500, 600 km, mais pas plus que ça. Hein. Je vous dis, j'ai fait 3 fois le plein depuis l'année dernière. Sag ich doch, ich habe 3 Mal voll getankt seit dem letzten Jahr. Aber jetzt geht's also endlich los. Ja, wo geht's hin? Bon, maintenant, enfin, je peux partir. Et puis, pour partir où? Surtout échapper un peu la chaleur ici parce que entre 35 et 40 degrés depuis 4-5 semaines tout le jour, ça fait beaucoup. Vor allen Dingen der Hitze hier ein bisschen entkommen, denn so zwischen 35 und 40 Grad jeden Tag seit etwa einem Monat, das ist also doch schon ganz schön. Obwohl Foxy da hinter mir schön im Schatten steht, guck, steht unter Bäumen da, schön. Foxy est bien sous les arbres, il est bien à l'ombre, mais l'air elle est chaude quand même. Il n'y a qu'un seul truc qui est super bien, c'est les nuits sont fraîches. La nuit, la température baisse et c'est super agréable pour dormir.
Der einzige Vorteil, der hier ist, die Nächte sind relativ frisch, kühl. Die Temperatur sinkt doch schon ganz schön nachts und das ist also sehr angenehm zum Schlafen. Also meistens so um die 20 Grad rum nachts. Das ist sehr angenehm zu schlafen. Also schlafen tue ich ja sowieso gut. Aber wir hatten ein oder zwei Nächte, wo also ja, vielleicht 28 doch waren, wo es also nicht, wirklich nicht abgefrischt hat. Und das war, da habe ich fast überhaupt nicht geschlafen. Da war sogar mir zu warm. Und naja, deux ou trois nuits, il y a 15 jours, où il a même la nuit, la température n'a pas baissé, donc entre 25 et 28 degrés, même la nuit. Là, j'ai eu du mal à dormir. Même la nuit, pour moi, c'était chaud. Puis, normalement, la chaleur ne me fait rien. Je supporte bien la chaleur, mais là, ça fait un peu trop. Normalerweise macht mir ja Hitze eigentlich nichts aus, aber hier war das war dann noch etwas zu viel. Gut, also jetzt. Ich bin in Doña Mencía. Doña Mencía ist ungefähr ja, im Herzen von Andalusien, mit ziemlich mittendrin. Ich werde also morgen losfahren, etwa anderthalb Stunden Córdoba durch und ein Stück hinter Córdoba habe ich einen Spot gefunden, einen Picknickplatz gefunden am Wasser, an einem Stausee. Dann andere Seen gibt es ja hier eigentlich nicht. Bon, j'y vais où? Alors, j'y vais direction nord. Demain, je vais faire à peu près 1h30 de route. Córdoba, traverser Córdoba. Doña Mencía, c'est pratiquement au cœur de l'Andalousie. Et donc, je vais passer Córdoba. Et l'autre côté, à peu près une demi-heure après Córdoba, je trouve un joli spot au bord d'un lac artificiel barrage. Et ben, il n'y a pas beaucoup d'autres lacs ici dans le coin. Et donc, demain, je serai là. Et je ne sais pas si ça me plaît, je vais peut-être rester un jour de plus. Je n'en sais rien, on verra bien. Et puis après, petit à petit, monter. Qu'est-ce qu'il y a, Cathy? Monter petit à petit, direction nord, traverser l'Extrémadura, faire les lacs, monter, descendre, peut-être aller faire un saut mince, j'ai perdu la ville de Toledo, voilà. La ville des épées, des dagues. Also durch die Extremadura durch, morgen bis an den Stausee und dann mal sehen, ob ich da vielleicht 2 Nächte bleibe. Muss mal sehen, wie es da aussieht oder eventuell dann am nächsten Tag weiter quer durch die Extremadura von einem See zum anderen, von einem Stausee zum anderen. Vielleicht auch nach Toledo, muss ich mal sehen. Vielleicht mache ich den Schlenker nach Toledo, weiß ich noch nicht. Und dann halt Richtung Galizien, Richtung Norden, Asturien, Galizien, Kantabria und fliegen. Und dann Santiago de Compostela, das möchte ich also jetzt unbedingt mal sehen. Donc, Extremadura, les Lacs, les Asturies et Galicia, la Galice, Santiago de Compostela, je veux absolument voir Santiago de Compostela, ça fait des années que je veux y aller, j'ai jamais réussi d'y aller. Voilà les nouvelles. Donc, tout va bien. J'espère pour vous aussi. Cathy va bien, Domino aussi. Et le ciel est bleu, le soleil brille. Ja, ansonsten ist alles in Ordnung. Cathy geht's gut, Domino geht's auch gut. Er wird halt älter, ne? Und ach, ja, die Fliegen sind lästig hier. Und ja, mir geht's gut. Ich freue mich auf morgen und ansonsten, der Himmel ist blau, die Sonne scheint, es ist warm. Ich habe heute den ganzen Tag gearbeitet, habe Foxy Reise fertig gemacht. J'ai bossé toute la journée aujourd'hui. J'ai préparé Foxy pour le voyage. Bah oui, parce que lui non plus, il est plus habitué de faire les grands voyages. Hein. Il est auch nicht mehr gewöhnt, so lange zu reisen. So immer nur hier so kleine, wie sagt man in Frankreich, Sonde de Puce, kleine Flohhüpfer gemacht sozusagen. Katzensprünge.
mein Katzensprung größer ist als Flohsprung. Ja, il ne fonctionne plus, il est plus habitué. Hein. Il est habitué depuis le temps de faire des sauts de puce. En Allemagne, on dit Katzensprung, le saut de chat. Puis le saut de chat, c'est un peu plus grand qu'un saut de puce. Mais bon. Donc, Foxy est prêt, moi je suis prête, mes chiens de toute façon sont toujours prêts. Là, je viens de me commander une pizza, livrée ici, j'espère qu'elle ne va pas tarder, parce que je commence à avoir faim, même si petit à petit je suis habitué aux horaires espagnols, hein, je commence à avoir faim. Ich habe mir gerade vorhin eine Pizza bestellt, ich hoffe, die kommt bald, wird hierher geliefert. Auch wenn ich kriege so langsam Hunger, auch wenn ich doch jetzt mehr oder weniger an die spanischen Essenszeiten gewöhnt bin, aber 8:30, 9 abends, da habe ich dann schon Hunger. Boah, ja, der Platz ist fast leer, viele Leute sind nicht hier, denen ist zu warm, die sind alle am Strand, außerdem haben die Schulferien angefangen. Pas beaucoup de monde ici, déjà le week-end dernier, il est trop chaud, les gens ont trop chaud ici. Et ils préfèrent aller à la plage. Et tout le monde est à la plage. Et moi, j'y vais pas. Voilà. Und alle sind am Strand. Da gehe ich jetzt nicht hin. Gut. Dann wünsche ich euch was. Wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Sonntag. Und macht's gut. Macht alles richtig. Macht weiter das, was ihr gerade macht. Ne? Und so. Ja, und ich werde jetzt dann wieder ein paar öfter mal Videos machen. So da, wo ich gerade bin oder so. Auch wenn es dann nur 2 Minuten Videos sind. Voilà, je vous souhaite, portez-vous bien, bon samedi, bonne soirée, bon dimanche, faites pas des bêtises, ou peut-être quand même. Allez, je vous laisse à vos occupations. Salute, chin chin, ciao, à la prochaine. Bis zum nächsten Mal, ciao. Zeige ich euch noch ein bisschen. Die Sonne.